Und willkommen zurück bei Let's Play Crazy Zirkus. Wir sind jetzt hier in diesem Crazy Zirkus angeheuert als Undercover-Detektive und müssen uns jetzt erstmal nützlich machen. Da kommt kein Wort raus. Okay, mit dem kann man jetzt nicht reden. Ich gucke mich jetzt trotzdem erstmal um. Eigentlich sollen wir ja die Popcornmaschine reparieren, aber ich gucke mich jetzt erstmal um. Hinaus, du Schuft! Es gibt keinen Strudel mehr! Hier, nimm dies stattdessen! Wah! Plöng. Jetzt nochmal reingehen? Oder krieg ich da noch eine verpasst? Hinaus, du Schuft! Es gibt keinen Strudel mehr! Hier, nimm dies stattdessen! Plöng. Na gut, also da kommen wir jetzt im Moment nicht rein. Gucken wir mal hier. Das war übrigens das Mannsweib wahrscheinlich. Huch. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Gehen wir mal hier rein. Ach, das ist unsers. Ja gut. Was ein Tischlein hier? Deckt sich nicht. Nichts passiert. Damit beschäftigen wir uns später. Gelsenkirchener Barock. Kann man da reingehen? Nee. War was anderes. Gut, also das ist unser Wagen. Der schlichte mit dem Pflaster drauf, muss ich mir mal merken. So. Gucken. Gucken, wo wir lang müssen. Da hängt was im Weg! Ja, ist ja gut. Denn die Popcornmaschine zu reparieren war so eins der ersten Minispiele. Und ich fand das so witzig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Du musst unser neuer Helfer sein. Das hat sich ja schnell herumgesprochen. Könntest dich auch direkt mal nützlich machen. Nützlich machen? Also, was liegt an? Die gute alte Popcornmaschine hat den Geist aufgegeben. Popcornmaschine. Und ich soll sie reparieren, was? Du hast es erraten. Nein, wie clever du doch bist. Dann dürfte das ja kein Problem sein. Du musst einfach nur lang genug beobachten und herumprobieren. Das ist ein Alb. Wer würde einer so höflichen Aufforderung nicht Folge leisten? Also der kleine Almöhi hat irgendwie einen russischen Hintergrund, oder? Kann das sein? Mal gucken, ich glaube, damit ging das, ne? Aha. So, also. Das ist so cool. Ich finde das so witzig. Ich glaube, das war aktiviert, wenn das hier drauf fiel. Mal eben gucken. Wenn die Münze hier drauf fällt, dann fängt er an zu rennen. Ah, jetzt muss ich mal eben gucken. Momentchen. Oh, wie ging das nochmal? So. Ging das nicht damit? Ah, doch. So, glaube ich, dann wird da. Nee. Krieg das dann wieder raus. So, Moment, das war richtig. So. Und so. Gucken, ob das schon richtig ist. Nee. Na komm. Krieg ich das denn hier wieder? Ah, jetzt habe ich ihn. So. Nee, das war auch richtig. Ein bisschen tricky hier mit der Handhabung. Da können wir. Ah, den habe ich. Okay, dann vielleicht hier oben dran. Ah. So, jetzt müsste es funktionieren. Plöpp. Nee. Aber fast. Moment. Dann so. Oh, ich bin so gut. Seht ihr? Plöpp. Mais rein. Wird gepoppt. Oh, ich bin so schlau. Cool. Wie es gepoppt hat, das Korn. Lecker Popcorn. Also ich spiele es nur halbblind, wie man vielleicht merkt. So, dann untersuchen wir mal die Geisterstimmen in der Garderobe. Steht hier eigentlich irgendwas drauf? Hat auch schon ein bisschen Staub angesetzt.
Ich glaube, das wird so nichts. Ach nee, das war verkehrt. Ja, ich weiß, ich darf hier nicht rein. Verstehst du? Plöpp. So. Hier war die Garderobe, Entschuldigung. So. Wo sind denn hier die Geisterstimmen? Gut getroffen. Fotosacken war ein. Oh, das fühlt, wo hohe Kräfte sinnlos walten. Ach, guck an. Hallo M? Sind Sie da? Hier spricht 007. Hallo M? Sind Sie da? Hier spricht 007. Hä? Wer spricht da? Hä? Wer spricht da? Faszinierend. Faszinierend? Oh Gott, ein Vulkanier. Sehr schön. So. Die Stimme haben wir ja wohl alle erkannt. Gehen wir direkt mal auschecken. Faszinierend. Faszinierend. So, wo war das? Hier, glaube ich, ne? Faszinierend. Faszinierend. So, wie war das jetzt? So, eine leere Popcornschale. Jetzt nehmen wir das Popcorn. Plöpp. Njam. Aha. Mal sehen, was Serge dazu sagt. So, das haben wir jetzt also gelöst, das Rätsel. Ja, das wusste ich noch, bin ich ganz ehrlich. Ich sag ja, es ist nur halbblind. Erstmal alles anpatschen. Genau. Plöpp. Autsch. Ach, du hast mich schon wieder aus allen Wolken gerissen. Ich glaube, ich habe herausgefunden, woher die Geisterstimmen kamen. So? Woher denn? Tja, also ich habe ein Walkie-Talkie in der Garderobe gefunden. Und ein zweites mit deinem Namen drauf in Sabrinas Zimmer. Oh, oh, oh. Ja, das ist meins. Aber das funktioniert doch schon seit Wochen nicht mehr. Moment, die haben getrennte Zimmer? Sind leer. Ich dachte, die wären zusammen. Also gerade hat es funktioniert. Dann hat jemand neue Batterien reingetan. Ja, aber wer? Du warst es nicht? Aber nein. Meinst du etwa, ich würde meinen eigenen Zirkus ruinieren wollen? Sabrina vielleicht? Du meinst doch nicht etwa, sie hat etwas damit zu tun? Immerhin habe ich es in Sabrinas Zimmer gefunden. Wer auch immer es dorthin gelegt hat, er spielt ein teuflisches Spiel. Ich merke schon, ich brauche handfeste Beweise. Nur woher? Woher? Woher nehmen und nicht stehlen? Ein Foto von Don Castillo. Gut getroffen. Sehr schön mit dem Schirm auch überm Bett. Könnte ja regnen. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe alles mit angehört. Du kannst mir sicher auch nicht erklären, wie das Walkie-Talkie in den Vogelkäfig kommt. Leider nicht. Aber Serge ist es ganz bestimmt nicht gewesen. Das wird sich bestimmt noch herausstellen. Du musst Beweise für seine Unschuld finden. Ich werde versuchen, etwas über die Batterien zu erfahren. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich mir auch. Batterien zu erfahren? Etwas über die Batterien zu erfahren? Hä? Okay. Warte damit lieber bis morgen. Okay. Oh, hier waren wir ja noch gar nicht. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Cool, da waren wir ja noch gar nicht drin. Huch. Mama! Huch. Ach so. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Mal schauen, ob Dracula zu Hause ist. Hallo, jemand zu Hause? Da redet man und redet. Da kommt kein Wort raus. Da bist du sprachlos. Huch. Eindrucksvoll, die Alarmanlage. Einfach, aber effektiv. Sieht aus wie eine Kreuzung aus Tarantel und Mammut. Wie widerlich. Kann ich da nicht irgendwie hingehen? Da würde ich nicht hochgehen. Ich hab auch nichts, mit dem ich dir jetzt schon locken kann, ne? Ne. Gut. Also hier auch raus. Der Generator lüppt.
Okay. Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Plopp. Kann ich hier rein? Na, wie steht's? Die Buchhaltung ist das reinste Chaos. Eine weitere Sabotage? Nein, die war schon immer so. Und wie kommst du voran? Ich untersuche noch. Ja, nee, ist klar, der weiß nicht, wie man ein Konto eröffnet, aber die Buchführung für, die Buchhaltung für einen ganzen Zirkus, für ein ganzes Unternehmen, das kann er, ne? Nee, ist klar. Ein Leinpinsel, höllisch klebrig. Na, Zucker, pack dir bloß nicht mit den Händen an. Mit bloßen Händen ist dann nichts zu machen. Das Berühren der Figuren, Eintritt Freikarten. Sauber, Freikarten für den Zirkus. Pure Energieverschwendung. Ja gut, Freikarten haben wir jetzt. So, dann gehen wir mal zurück in die City. Huch. Inzwischen bei Alfred im Zelt. Meanwhile. Ja. Okay. Wir haben Alfred. Ein russischer Almö, der auch noch E-Gitarre spielen kann. So, der wollte doch eine Freikarte. Hey, Sie wollten noch ein paar Freikarten, nicht wahr? Ja, spitzenmäßig. Das ist ein echt feiner Zug von dir. Man tut, was man kann. Ja, dann nimm du doch einfach mal ein paar Bonbons da unten aus dem Regal. Hey. Oh, danke. Sehr großzügig. Hoch. Entschuldigung. Plöpp. Nimm die Pfoten da weg. Aufgespießte Kassenbons. Total brutal. Ah, die mit dem Quecksilberkopf. Fragen wir ihn doch einfach mal. Wie läuft das Geschäft? Nicht besonders. Nur so ein komischer Typ mit buschigem Bart und brutaler Brille. Hat der zufällig ein paar Batterien gekauft? Keine Ahnung, kein Sinn. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Hä? Das ist aber ein schlechtes Gedächtnis. Hey, wussten Sie schon, dass man hier eine Autobahn genau durch Ihren Laden bauen will? Nee, was ist das denn für ein Humbug? Kein Humbug. Stand heute in der Zeitung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Moment mal, ich schau mal nach. Ah. So, die kann man bestimmt noch gebrauchen. Aha. Batterien und Pfeffer. So, dann haben wir was, wir wollten. Hauen wir wieder ab. Hier waren wir noch gar nicht drin. Ein hübscher Junge. Ach, guckt euch mal das Auto an. Keine Vermietung ohne gültigen Führerschein. Das Auto, das kommt uns doch schwer bekannt vor. Wow, das ist aber eine heiße Schleuder, die Sie da vermieten. Ein 74er Convertible, ein Auslaufmodell. Und davon gibt es nicht mehr viele. Sieht aus wie ein Gangsterauto. Ideal für ein nettes Kidnapping am Vormittag. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Vermieten Sie auch Motorräder? Na klar. Haben Sie auch so ein rotes wie das, was da draußen im Halteverbot steht und von der Politesse gerade ein gesalzenes Knöllchen bekommt? Wie bitte? Oh, nicht schon wieder. Ah, gut, den haben wir auch abgelenkt. Den Wagen hat jemand vom Zirkus gemietet. Ja, aber wer denn? Muss doch ein Name draufstehen. Den Wagen hat jemand vom Zirkus gemietet. Was haben wir da? Ein Ohrring, den hat jemand liegen lassen. Ach, vielleicht findest du den Besitzer. Regenschirm mitnehmen. Geht nicht. Du hast doch keinen Führerschein. Ja, ist ja gut. Komm, dann gehen wir. Ein Ohrring haben wir gefunden, das ist schon mal gut. Oh Mann, die Polizistin war weg. Zack. Den leihen wir uns mal aus. Ja, ausgeliehen.
Da bist du ja endlich. Ich habe dich überall gesucht. Was denn? Was ist denn los, Sabrina? Die Vorstellung hat schon begonnen. Du musst hinter der Manege helfen. Da nichts wie hin. Oh, 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 oh. Die Vorstellung hat gerade begonnen. Hochverehrtes Publikum, als nächstes sehen Sie den einzigartigen, den unvergleichlichen, sagenhaften Raubtierbändiger Don Castillo und seine wahnsinnig gefährlichen und talentierten Löwen. Manege frei für Don Castillo. Begrüßen Sie ihn mit einem herzlichen Applaus. Yay! Na, geht doch. Damen und Herren, seien Sie nun die gefährlichsten Tiers von Welt, wo ich gebändigt habe für großartiges Dressurnummer. Bekommen jetzt Löwen auf Skateboards. Applaus für Löwen, bitteschön. Bitteschön. Bravo. Und hopp. Und yay. Hopp. Schon cool. Huch. Und hopp. Leider wird die sensationelle Raubtiernummer just in diesem Moment von einem teuflischen Zwischenfall überschattet. Ohne Vorwarnung schlägt die Hand des Saboteurs zu und schubst das Termitenterrarium volle Kanne in die Manege. Mit dem Ergebnis, dass die kleinen Freunde direkt auf die Löwen geschleudert werden und diese von Panik ergriffen aus dem Zelt flüchten und nimmer gesehen waren. Hm. Das ist doof. Ja, weiter. Ach so. Ja. Okay. Hallo? Hm. Wer macht denn so böse Gemeinheit mit meinen Löwen? Wir sind alle so empfindliche Tiere, haben sich erschrocken und bestimmt versteckt. Du musst mir helfen, Löwen wieder einfangen, bitte. Löwen, bitte. Ja doch, beruhige dich. Ich fange die Löwen für dich ein. Ja, bitte. Alle drei haben sich bestimmt versteckt auf Gelände draußen. Ah, okay, das wird jetzt ein kleines Suchspiel, aber ich mache hier wieder einen kurzen Cut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Spiel. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo, ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Crazy Circus. Bis dann, tschüss!